Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Castle Clash und ich kann ja wirklich freudigerweise ankündigen, dass ich jetzt, ja gut, das ist eigentlich nicht so freudig, die ganze Woche nicht da sein werde, aber wenn ich zurückkomme, ja, sind alle Herlager fertig ausgebaut, also hier 4 Tage, 17 Stunden, 4 Tage und das, was ich jetzt starte, dauert dann genau 6 Tage. Und ja, wenn ich dann wieder da bin, samstags sollte das sein. Samstag 0 Uhr. Nee, Schwachsinn, doch. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nächstes Wochenende. Haben wir dann endlich die 6. Heldenbasis. Ich muss jetzt nur noch schnell 1,3 Millionen Gold farmen. Dauert auch nicht lang oder so. Vorher machen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen Quests hier. Bisschen Arena, bisschen Raiden, bisschen Dungeons, whatever. Aber ja. Da freue ich mich auf jeden Fall schon, dass wir die dann endlich bekommen. Und jemand meinte noch, ich soll doch Pixie statt Donnergott nehmen. Und da bin ich persönlich einfach der Meinung, und was ich so gehört und gesehen habe, sind auch viele andere Leute der Meinung, dass Pixie kein guter Held ist. Also wenn du nichts Besseres hast, okay. Und vielleicht besser als Champion, Paladin, Succubus. Auf keinen Fall besser als Droide. Und eigentlich als Donnergott, also viele Leute, oder was heißt viele Leute, aber ja, ich denke mal, dass die Mehrheit einfach für den Donnergott ist und ich persönlich auch, weil ich finde, Pixie ist nicht schlecht, aber ja, ich meine, sie ist halt einfach nur ein Druide, der ein bisschen anderen Effekt hat. Also wir können uns den Effekt ja nochmal anschauen. Das ist das mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, ob es entweder Debuff entfernen ist, ja doch ist es. Fügt drei zufälligen Gegnern 60% Angriff zu, also sie macht schon Schaden auch mit der Heldenfähigkeit, muss man dazu sagen. Entfernt deren Buffs, ist natürlich auch nicht schlecht, zum Beispiel gegen den PD-Buff entfernt sie, oder den Druiden-Buff, der Druide bufft ja noch Angriff. Heilt drei Verbündete, wird soweit ich weiß auch mehr, also drei Gegner, drei Verbündete, das sollte eigentlich mehr werden, denke ich zumindest, wenn man es hochlevelt. Und ja, entfernt deren Debuffs, genau. Und Abklingzeit 10 Sekunden, Pixie hat Level 5 Streuung, das heißt, wenn sie angreift, verringert sie Energie. Und ja, zugegeben ist nicht, also es ist auf jeden Fall nicht scheiße, ganz klar, aber ich persönlich finde es halt einfach nicht so gut, wie jetzt momentan einfach den Donnergott, weil ich habe halt nur Immortap sonst als Stunner. Der Immortap ist halt noch nicht wirklich gut genug, um dass ich den als einzelnen Stunner reinschicken kann. Und der Donnergott macht auch einfach mehr Schaden als die Pixie, deswegen bin ich einfach der Meinung, dass der sich auf jeden Fall mehr lohnt. Und wie schon gesagt, was ich so gehört habe oder gesehen habe, besser gesagt, niemand benutzt seine Pixie. Also es gibt wirklich wenige Leute, die sie benutzen. Ich habe sie auch auf meinem Main-Account auf Level 123, Heldenfähigkeit 4 oder 5 von 10. Benutze ich auch nicht mehr, weil es ist einfach ein schlechter Held. Overall. Also, wie gesagt, halt besser als die meisten anderen Elite- und Anfangslegendären, aber von den super guten Legendären, also die Only-Gem-Helden, da gibt es wesentlich bessere als Pixie. Genau, Dungeons müssten wir eigentlich auch mal weitermachen, aber das schaffen wir heute jetzt nicht alles und ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so ultra viel Zeit, deswegen machen wir jetzt nur schnell durch. Haben noch ein paar Mesatrone jetzt übers Wochenende gesammelt, nicht so viele. Aber ein paar sind so viel. Ich muss mal aufpassen mit den grünen Bändern, nicht, dass ich da jetzt auf 999 komme, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert dann. Also wenn man 999 hat und dann eine grüne Mesa-Chest öffnet, wo die drin sein können, was dann passiert. Also ob die dann weg sind oder ob man die Truhen vielleicht gar nicht öffnen kann oder ob die automatisch für Gold dann verkauft werden, keine Ahnung. Also ich denke mehr, dass sie dann einfach weg sind, aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, also keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren, aber ich glaube, ich werde es lieber nicht machen. Vielleicht nur mit einer einzelnen, aber selbst dann wahrscheinlich eher nicht. Genau. Jetzt raiden wir ein wenig. Ja, der sieht total machbar aus und der ist auch machbar. Ich überlege gerade nur, wo ich am besten spawn. Ich glaube, hier unten wird am besten sein. Naja, doch, der Paladin kriegt Agro. Ich leider den einen Thundergod Prop noch abbekommen, den Schaden davon, aber macht nichts, Druide halt sofort wieder hoch, passt. Jo, zwei legendäre Helden, ein Tower, der bald unter Beschuss steht hoffentlich, jetzt
Und zwei Helden tot. Und die Helden habe ich schon gesagt. Und die das Heerlager tot. Sollte diese Win werden. Genau. Ja. Und wie gesagt, dann mit der 6. Endbasis, da wir ja leider bei dem Game-Rolling-Video nichts bekommen haben. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das ja gerne noch anschauen. Ja, ist auf jeden Fall... Ich finde fast, dass das schon wieder so laut ist, ne? Das gibt's ja gar nicht. Das ist halt... Es ist so leise, ohne Scheiß. Ups, jetzt habe ich das Ganze ausgemacht. Ach so, das kann man ja in-game gar nicht leiser machen, ne? Ja, egal, dann machen wir heute mal ohne Ton. Aber ich fand's jetzt echt zu laut, ehrlich gesagt. Vielleicht ist in der Aufnahme wieder leiser oder noch lauter. Ich hoffe mal nicht. Sonst habt ihr jetzt gar nichts gehört in den ersten paar Minuten. Aber egal. Ja, es jetzt passt schon. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Macht mal hin. Ich muss 1,3 Millionen Gold farmen. Also machen wir jetzt... ich habe die drei Flammensiege Quest, ich Idiot. Ja, ich habe kurz nicht dran gedacht, dass wir die haben. Ja, weil die so selten ist. Also ich habe die echt relativ selten, ey. Also am Anfang hatte ich sie immer, da habe ich mir immer gedacht, was soll der Scheiß? Drei Flammensieg, das schafft man doch so nur so sau selten, das ist sau schwer, das zu bekommen. Und jetzt kriege ich sie halt einfach fast gar nicht mehr. Also ich habe sie nicht mal mehr, also ich habe sie alle drei Tage vielleicht mal, also selbst wenn ich zweimal am Tag queste, ich habe die echt selten. Verhältnismäßig, also ich habe meistens ganz normale Siege. Der Arius Proc of Doom. Ja, kriegt man wenigstens hier einen 3-Sterne-Sieg. Passt. Passt. Vorerst werde ich aber den Donnergott trotzdem nicht upgraden. Also das wird jetzt sicherlich, wäre sicherlich die nächste Frage dann. Ja gut, du benutzt jetzt Donnergott weiter. Heißt es, du gradest ihn auch ab. Also levelst ihn weiter hoch, weil momentan ist er auf 6 Sterne. Und ich upgrade ihn ja nicht mehr. 5 Sterne ist er momentan, stimmt. Ah ja, tägliche Belohnung gibt's wieder, weil es gerade 0 Uhr geworden. Ja, ich hab's ehrlich gesagt überlegt, ob ich's machen soll, aber das Ding ist halt, es kostet halt 50.000 Ruhmpunkte und ganz ehrlich, ich habe halt gerade mal knapp 250.000 und da ich ihn sowieso wegtun werde, sobald ich einen besseren Helden kriege, ja, tue ich ihn weg. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht. Da muss ich auch noch Snowzilla hochleveln, weil der ist ja nur Level 80. Also der kostet auch noch ein paar Ruhmpunkte, bis ich den auf 120 gemacht habe, was weiß ich. Ja, da habe ich eigentlich nicht so viel Lust, da den jetzt hochzuleveln, um ehrlich zu sein. Also was heißt hochzuleveln? Also halt, ja, bist schon, halt abzugraden. Wird sich sicherlich lohnen, weil Donnergott ist auf jeden... Also er ist ja kein schlechter Hate, ja, aber... Es gibt einfach bessere. Ich krieg die besseren Helden nicht, aber wenn ich sie mal kriege, dann ja, wäre es schon ganz nice. Aber wie gesagt, das ist so ein Vlad Dracula oder ein Santa Boom, ein Pumpkin Duke ist, Dread Drake, Skull Knight. Es gibt so viele Helden, die so viel besser sind. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich habe die Sanierung daneben gesetzt. Das hatte ich auch noch nie. Das habe ich mir auch noch nie passiert, ey. Verdammt. Da, so ein 120er Flat Dracula. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der mein ganzes Team wreckt. So. Jetzt der Proc. Ja, kommt nicht zum Proc. Wow. Der Donnergott Proc. Hohohoho. Der hat aber ein bisschen höhere Heldenfähigkeit, weil vorhin der Donnergott-Proc, was war der, 110? Der war jetzt 120, der 110er hat einen so ein bisschen gemacht, der hat gerade alle fast getötet. GG. Er hat bestimmt 5 von 10 oder 6 von 10 Heldenfähigkeit. Ja, wahrscheinlich 5 von 10. Der andere hat wahrscheinlich 3 von 10 oder so. Und war noch mal 10 Level niedriger. Ja, haut schon rein. Aber auf Dauer gesehen ist der Donnergott halt, wie gesagt, nicht das Gelbe vom Ei. Naja. Werden wir sehen. Naja. Was noch so eine Sache ist, ist jetzt mit den Runen, dass ich mal gescheite Runensets bekomme. Also erstmal die Runen natürlich auf Level 80 Hochlevel, ist aber auch so eine Sache, weil, wie gesagt, also es geht einfach extrem langsam jetzt am Anfang voran mit den blauen Kristallen. Den Händler habe ich fast nie da, also wenn ich viel Gold habe, mache ich, finde ich, kriege ich fast nie den Händler, weil man kriegt ja manchmal so random Ereignisse, nenne ich es jetzt mal. Im verschollenen Reich, wenn man einfach nur so Kisten öffnet oder halt eben ja, Raid-Teams besiegt, da kriegt man ja diese Fragezeichen und mit Dämon, Schatz von bla bla bla. Und da habe ich halt so gut wie nie den Händler. Und wenn er dann mal kommt, gibt es immer nur so 5000er Runen,
nicht Runen, blaue Kristallsäcke, wo halt 5000 blaue Kristalle drin sind, und 5000 blaue Kristalle helfen halt nicht wirklich weiter, wenn du deine Helden auf Level 80 hochleveln willst beim Runen-Level. Nur bedingt eben. So. Ich würde mal sagen, hier droppen wir den Druiden, weil sonst stirbt unser Arius weg. Ja, droppen wir gleich alle. Naja, es könnte machbar werden mit Heldenfähigkeiten, dass die alle sterben, weil die sind nur 112. Darf ihr, verstehe ich es zum Beispiel nicht, oder hat der einen Donnergott? Nee, der hat keinen Donnergott. Der hat zum Beispiel einen Santa-Boom, Schnitter, okay, Druide, mhm, Champion, naja, aber auch noch okay. Aber dann hat er halt einen Paladin statt einen Donnergott. Also das ist zum Beispiel wieder so eine Sache, da würde ich schon den Donnergott nehmen, weil da ist der Donnergott auf jeden Fall besser als der Paladin. Da drüben stirbt unser Donnergott. Er läuft halt aus dem hier raus, ist das sein Ernst? Ich brauche den... Drei Flammen sich jetzt bei schon wieder die Unsterblichkeit daneben gesetzt. Halt doch mal einer den Scheiß Donnergott, GG. Er stirbt, er stirbt. Oh Mann, das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist natürlich nicht der Grund, warum ich ihn wegtun will, aber ja, es ist einfach behindert. Passt, haben wir es geschafft. Ja, den Rest mache ich dann später offscreen. Ja, was machen wir noch? Was haben wir länger nicht mehr gemacht? Wo habt ihr... Kein Update mehr, Arena haben wir gerade schon. Ah, hier können wir uns noch 110 Gems abholen. Ah ja, stimmt, genau, perfekt, ist der Sonntag wieder gewesen. Yo, nice, genau. Das ist natürlich auch so eine Sache, die habe ich noch gar nicht wirklich erwähnt, was jetzt Gems angeht. Ist eine große Gem-Quelle, dieses verschollene Schlachtfeld, weil man da eben jede Woche... Eigentlich, also ich habe bisher immer 110 Gems, glaube ich, bekommen. Ich weiß nicht, man kriegt auch weniger, soweit ich weiß, aber wenn man es wirklich jeden Tag macht, dann sollte man, selbst wenn man nur verliert, eigentlich schon die 110 schaffen, soweit ich weiß. Ab und zu gewinnt man eigentlich schon mal. Ja, das ist auch eine safe Einnahmequelle, zusätzlich zu dem täglichen Einloggen und eben den Quests ab und zu. Oh, das könnte tatsächlich aber interessant werden, weil halt Elite und normale Helden und ich habe trotzdem 100er Champion drin, 100er Succubus. Ah, ich werde aber verlieren. Succubus one-hitted gerade. Da kommt der Heal von Pixie. Ja, reicht leider nicht. Ja, der 120er Pain, da hat's rausgerissen. Er war doch etwas zu gut. Ja, das ist verloren. Mich wundert's, er hat so hohe Elite, hohe Helden. 100er Schamane, 120er und die anderen waren ja auch alle Level 100. Ey, holy moly. Da hat er wohl lange Zeit keine Legendaries bekommen, wenn die alle so ein hohes Level haben. Oder er würde mit denen seine Macht pushen, das könnte ich auch sein, keine Ahnung. Machen wir noch einen und dann schauen wir noch ins Verschollene Reich. Kurz, damit er Bescheid wisst, welches Level ich bin. Aber wie gesagt, die Minen produzieren halt überhaupt nichts an blauen Kristallen. Das ist halt vor allem das Nervige, weil wenn du ein hohes Level hast, dann kannst du halt täglich, keine Ahnung, also wenn du da 7 Minen hast oder so und alle sind auf, keine Ahnung, Level 10, 12, kriegst du halt von jeder Mine 7, 8.000. Das sind halt einfach mal so, ja, 40.000, 50.000 Gems, die du einfach so nur durch die Minen bekommst. Nicht Gems, blaue Kristalle. 40.000 Gems am Tag, GG. ja, aber ist echt heftig. Also am Anfang kriegst du halt wirklich gar nichts, immer so 400, 500 und du brauchst halt, gute 1.000 sind es, glaube ich, sogar schon. Aber trotzdem, du kriegst halt nur so extrem wenig und einmal upgraden kostet halt schon mehr, als die Minen produzieren. Das ist halt ein bisschen blöd. Finde ich. Aber naja, muss man sich halt hochleveln. Level 10 bin ich, Level 9 bin ich, ja, genau. Ja, aber jetzt seht ihr es hier, 3 Minen habe ich erst und ja, 1700, 2100, 1400, ist dann noch von vorhin. Info, ja, 2400, ups, ja, das wollte ich jetzt nicht, Fail. Das war jetzt ein Fail. Ja, noch weniger und noch weniger. Also es ist echt nicht so viel. Öffnen wir mal eine Kiste. Oh, ich habe sogar 65.000. Oh, nice. Ah ja, stimmt, ich habe vorhin noch ein paar Säcke geöffnet, stimmt. Ja, ich habe eigentlich gesagt, dass ich das immer mit euch mache, das Warenhaus, was wir so alles einlösen können, aber konnte ich mich da nicht zusammenreißen. Ja, aber es ist halt echt wichtig, dass es das Hochlevel, ich kann nicht immer auf ein Video warten, das ich mache, bis ich das mal mache, weil das Mana, das ich habe, das wird mir dann am Ende auch nur geklaut und ich meine, da mache ich es lieber offscreen, bevor ich es gar nicht mache. Aber dann waren die blauen Kristalle eigentlich auch schon wieder fast weg. Ja, nee, das Mana war dann leer, genau. Arius ist jetzt, glaube ich, Level 66 Runenlevelmäßig, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, muss ich dann nochmal gucken. Können wir ja gleich nochmal gucken. Kommt schon, macht sie fertig. Perfekt. So.
Ah, ne, war schon richtig. So. Nein, falsch. Naja, so. Runen 69 ist ja genau, kostet 568.000. Level 70 haben wir ihn jetzt, aber hier, es kostet fast 5.000 pro Level ab. Und, ja, wie viel kriege ich? Ich krieg, glaube ich, nicht mal ganz 5.000. Ja, doch, knapp 5.000 werde ich wahrscheinlich kriegen. Das heißt, ich kann, wenn ich mich einlogg über Nacht, oder ich weiß nicht, wie lange dauert das, bis die Minen voll sind, so 10, 12 Stunden, irgendwie sowas. Ja, kriege ich halt ein Level. Und dann kostet es auch noch extrem viel Mana. Also es ist echt, es ist ein bisschen komisch. Ups, Schatz von weggedrückt. Hier ist so eine Sache, das ist Glücksspiel. Ja. Weil da können mythische Runentaschen drin sein. Die sind erstens mal 16.000 blaue Kristalle wert. Und da sind halt extrem gute Runen drin. Deswegen mache ich das eigentlich immer schon. Ist aber auch nicht so klug. Aber da ist schon eine seltene Runentasche. Die ist auch 8.000 wert. Also hat sich, naja, nicht gelohnt in dem Fall, aber es kann sich lohnen. Ja, das muss jeder selber entscheiden, ob er das Glücksspiel eingeht. Ich mache es eigentlich schon immer, weil wenn man dann eine mythische Runentasche bekommt, ist schon nice. Seltene sind auch nicht schlecht. Kriegsgott-Runen, nice. Das zum Beispiel hat sich jetzt schon gelohnt. Ah, genau. 10 rote Kristalle und dann hier eben solche Taschen immer mit 3.000. Das ist halt nichts. Naja. Egal, ich werde jetzt noch dann schnell offscreen die 300.000 farmen, damit wir hier das Herlager ausbauen und dann, ja, sehen wir uns erst in einer Woche wieder. Ach, wobei, ich weiß gar nicht, wann das Video hochlädt, wahrscheinlich am Donnerstag erst. Oh, ja gut, dann sehen wir uns sowieso bald. Ja, aber für euch ist dann halt jetzt mega hart vorproduziert, sorry, aber ist so. Ja, aber es wird sich tatsächlich nichts verändern, das ist das Traurige, deswegen. Oh. Heldenprobe haben wir noch vergessen. Da habe ich gar nicht gesehen. Dammit, machen wir das noch schnell. Oh, da ist er sogar, der Snowzilla. Ja, aber da kann man sich jetzt mal anschauen. Also da könnt ihr es jetzt genau sehen. Also die Heldenfähigkeit, die ist vor allem beim Raiden echt nice trotzdem. Da. Gut, ich meine, es sind jetzt 3 Snowzillas, klar, und die sind noch nur Level 50. Aber trotzdem, die Heldenfähigkeit ist schon cool. Und jetzt stell dir mal vor, das ist ein Held. Also das ist... Das ist halt das Geile, er hat relativ viel Leben, also er ist kein Tank, also nicht so wie jetzt Skull Knight oder Atlanticor oder Paladin, wobei Paladin noch der schlechteste von denen ist, was Tanky-mäßig angeht, aber er hat schon relativ viel Leben, also auf jeden Fall mehr als so ein Aries oder ein Schnitter, von daher ist es schon echt nicht schlecht, ja, was der aushält und gleichzeitig hat er auch noch Auszeit, also es ist halt so ein, ja... Man könnte sagen, so ein 20.000 Splitter halt im Endeffekt, so wie die Sirene, so ähnlich. Also auf jeden Fall besser als Donnergott und so. Aber, wobei Imhotep-Schnitter sind eigentlich auch recht gut. Also, ja, ich würde ihn vielleicht sogar mit Schnitter und Imhotep auf eine Stufe stellen, tatsächlich. Ja, doch, stimmt, weil Schnitter und Imhotep sind echt ziemlich gut dahin. Ja, stimmt, kosten ja nur 7.500 und 7.500, 6.000. Weiß gerade gar nicht auswendig. Na egal. Jedenfalls war's das. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.